Jetzt warte erstmal. Das macht ja Heiko aber spannend, ne? Also das, ich bin gar konzentriert, Mann. Also ich glaube ja, das ist Bullshit, was du sagst, aber... Das sag ich der Mama, dass du mich beleidigt hast. Ich hab dich gar nicht beleidigt, ich hab nur gesagt, das ist Bullshit. Du hast Bullshit zu mir gesagt. Ja. Du hast Bullshit gesagt. Das sag ich der Mama. Ich sag der Mama, du hast Bullshit gesagt. Und ich sag der Mama, nein, das ist Bullshit. Das würde ich nie sagen. Das ist Bullshit, was der Heiko da erzählt. Ja, und nochmal in die Vollen hier. Bam. Ja? Du wolltest doch Thief Boots, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, bist du jetzt zu Hause? Ja. Ja, ich komme hoch. Zum Glück sind ja auch nicht Thief Boots in der Kiste, wo ich gesagt habe, ne? Wo, da sind welche drin. Hier. Unten rechts. Lol, weißt du, warum ich das nicht gesehen habe? Warum? Weil ich den Cursor, glaube ich, an der Position hatte, wo dann so ein riesiges Schild war. Oh. Auf der Schaufel, dann konnte ich halt nicht sehen. Aber danke, dass du gekommen bist, um mir zu zeigen, wo die liegen. Finde ich sehr nice, also das ist gut. Gut gemacht, danke, heißt du das. Danke fürs Kommen, Heiko. Echt, danke fürs Kommen und so. Bitte. Nächstes so. Mal da ein bisschen leiser, bitte. Aber dafür verzauber ich jetzt auch noch die ganzen Endersorts, ja? Mit Soul Tether. Das wird dunkel. Ja, löst mich denn gleich mal jemand ab hier? Ja, ich. Ich habe jetzt so viel Action gemacht da die letzte Zeit. Ey. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen... Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Action. Noch. Und ich werde gleich mal mir kurz angucken, ob die irgendwelche neuen Schwachstellen produziert haben. In ihren Häusern und so. Da werde ich mal ganz genau ein Auge drauf haben gleich, ja. Aber ganz genau. Aber ganz genau, hör mal. Wieso redest du eigentlich nicht so richtig bayerisch, Heiko? Weil ich hochdeutsch erzogen wurde. Warum das ist so halb hochdeutsch. Auf jeden Fall wurde ich nicht bayerisch erzogen. Du wirst hochdeutsch erzogen? Von mir hat die Mama ja bayerisch sprechen beigebracht, nicht? Komisch. Zwei Kinder, die reden komplett anders. Also. Ja, echt, ey. Ich hab ja früher nur bayerisch geredet. Das war eine schlimme Zeit, Heiko, oder? Das verstehe ich nicht. Ich genick. Ich verstehe das. Das verstehe ich nicht. So ist das, glaube ich, ne? Aber. Fucking Steve. Aber den. Nee, das gerade war ja Berliner. Was? Was? Da gibt's so eine geile Biernominierung, ey. Was? Eine Biernominierung? Ja, kennst du doch, oder? Ja, für was? Ja, da sitzt so ein Typ in der Badewanne und kommt da seine Mutter rein oder so und sagt so: Franco, Jankett, du bist nominiert. Und dann sagt er, was? Und dann trinkt er sein Bier und dann schwenkt die Kamera. Also er sagt dann so, ich nominiere den, den und den. Und dann schwenkt die Kamera und dann sitzt ein anderer in der Badewanne, was? Und dann nächst er sein Bier und nominiert wieder drei. Ach so, ja, dann, es ist das Social Beer Game, ne? Ja, genau. Hast du mitbekommen, dass es da schon einen ersten Todesfall zu gab? Ja, aber das ist Schwachsinn, das hat nichts ja, mit ja, weil die das mit Hochprozentigen gemacht haben, ja, ne? Die kann man auch so Panne Amerika sein. Mit Jack Dennison zum Schwachsinn, aber das hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Nee, hat es auch gar nicht. Eben finde ich voll Panne und deshalb fand ich das auch so dumm, dass sie das in einen Kontext gebracht haben im Fernsehen. Aber das wird oder doch immer Frau so gemacht. Hier, Heiko, guck mal, ja, ich habe da diese Diamond Glaives reingelegt. So, ja. Nimm die am besten, die sind geiler. Und hier ist der Rucksack, da kann noch irgendwas Cooles drauf. Heiko, denk dran, dass du das ganze Blut aufhebst, ne? Ich hab keine Fans. Ach so, und ich hol mal eben noch einen Rucksack, ich weiß ja nicht, wie schnell das geht. Ja, warte. Obwohl, naja, doch, noch einen Rucksack. Weil ich bin gerade im Lager unten. Ich hol mal eben einen Rucksack mit den Rüstungen halt. Weil so viel Kacke drin, ne? Und ich pack einfach noch mehr Kacke dabei. Ist auch eigentlich eine gute Taktik, ne? Ja, hallo? Wenn ich immer noch mehr Scheiße dazu pack. So muss das sein. Ist hier kein Tower mehr? Nee, da ist kein Tower mehr. Oh Mann. So, die ist... Warte. Guck mal hier, nimm mal den. Da sind Rüstungen drin. Ich weiß ja nicht, wie weit du kommst gleich da unten. Wie sehr du abgehst. Und hier in der mittleren, da sind auch noch... eine komplette Kriegnorit ist hier noch drin. Oh,
Als hast du den ganzen Pumpe. Scheiß aufgehoben. Mama! Der Heiko hat mich der Ted hat mich in den Müll geschubst, ne? Sag's jetzt gleich, ne? Das hatte ich sogar gehört, die war gerade im Nebenzimmer. Lol. Mama! Ach, warte mal, guck mal. Ich hab hier noch was. Halt die Fresse, beiden musst du noch mitnehmen hier. Heiko, cool. Ich hau dich mal darüber. So. So, ich wollte jetzt mich auch mal ein bisschen auf Tour begeben hier, aber ich brauche noch einen Spiegel. Ist irgendwo ein unused Spiegel? Ey! Wow, mache ich dir viel Damage. WTF? Was ist das dein Superbogen? Nee, mein Schwert. Was hast du da drauf alles? Alles. Wie alles? Ja, alles. Aber du warst ja einfach tot, ey, krass. Ich war doch nicht tot. Ja, nee, aber das waren jetzt 5 Schläge oder so und das war die Hälfte von deinem Leben, was? Ja. Ja. Krass, ne? Irgendwie schon. So, ich wollte ja zu dem Biom rüber, ne? Meint ihr, die haben uns eine Falle gebaut? Bestimmt. Wenn wir durchs Portal gehen würden. Hä? Ach, hier ist er doch. Bin ich blöd. Boah, diese scheiß Bäume hier im Innenhof. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Du? Ich? Nee. Der Heiko, ne? Ich? Ja? Ja. Die Nerven voll. Ja, ist richtig so. Warum? Weil, keine Ahnung, war meine Absicht. Ah, okay. Wir können ja bei den anderen Sepplinge platzieren. Überall. Sepp. Weil dann machen wir ja nix. Prinzipiell. Oh, ne? Leckt das gerade ein bisschen? Ja, hardcore. Bei mir auch. Ganz komisch. Ja, irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Ja, es läuft gerade super langsam, ne? Oh. FPS-Einbrüche. Wo kommen die denn her? Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Dass die Mob-Farm angelassen haben. Machen die immer. Ja? Ja. Ja, und jetzt war ich da. Das ist natürlich schlecht, ne? Ich hab grad 4 FPS. Ich geh gleich mal zu denen an die Mobfallen vor Zauber da. Ja? Ja. Dann können wir an 2 Mobfallen gleichzeitig arbeiten. Oh, jetzt hat's aufgehört, ne? Bei euch auch? Was, du willst bei denen an den Mobfarm? Wie willst du da denn hin? Über die Tür? Kommst du nicht, da kommst du nur unten in die Dings rein. Wo? Zu den Dings, Schokobos, genau. Ja, das muss sein, dass sie die Mobfarm angelassen haben, weil sobald ich wieder hier rüber gehe, ist es hardcore am Lägen bei mir. Ja, dann guck doch mal nach. Wie soll ich denn nachgucken? Ja, dich durchdeggern. Ich hab keinen Degger. Ich hab viele. Du bist ja Admin, du kannst die ja so ausmachen, wenn du möchtest. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob die da einen Schalter dran haben oder so überhaupt. Ja, haben sie. Haben sie? Ja. Aber ach nee, ich gehe jetzt einfach nicht dahin. Natürlich auch eine gute Abwehr, ne? So, einfach so, das ist so hardcore lag, dass man gar keinen Bock hat, da was zu machen. Ja. Wenn die nicht da sind. So. Es laggt aber echt schon extrem. Ja gut, also laggen tut's jetzt bei mir gerade gar nicht. Bei mir war nur gerade FPS-Einbruch wegen den scheiß vielen Zombies da. Bist du noch fleißig, Heiko? Ja, klar. Okay. So. Living Metal Boots. Braucht man sowas? Kein Plan. Haben wir denn jetzt genug Rüssis? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Ich brauche aber noch einen pornösen Bogen irgendwie. Haben wir noch einen Legerbau rumfliegen? Weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Da ist eine Kiste. Bau. Aber kein einziger Legerbau. Gucken wir mal. Hast du nicht einen gefunden, Heiko, gerade zufällig? Nee. Oh, und die eine Scale-Rüstung, die muss auch noch verzaubern, ne? Ja, stimmt, das kann ich gleich machen. Soll ich die mal mit runterbringen? Ja, bitte. Und dann müsste noch irgendjemand Obsidian farmen. Obsidian farmen? Wofür das denn? Für die Scale-Rüstung. Oh. Die haben ja richtig viele Exekutesenzen wieder. Okay. Aber wo könnte ich denn hier in der Nähe das mal farmen? Boah, das ist mich gerade erschreckt, ich wollte dich gerade hauen. Die anderen sind nicht hier, Heiko, keine Angst. Heiko, du brauchst keine Angst haben, wir töten dich nicht. Ist denn hier irgendwo, ach, hier war doch der riesige Vulkan, ne, da gibt's auch bestimmt irgendwo Obsidian, ne? Klar, ist gut möglich.
Kannst du nicht eine Obsidianmaschine bauen, Heiko? Nee. Aber das geht? Können schon, aber nee. Nee. Können, ja, wollen. Nee, eher nicht. Nee, schade. So, sagst du nur. Können, ja, wollen, schade. Echt schade. Okay. Schwachangezahlen stark nachgelassen. Boss-Schüttel. Was hat stark nachgelassen? Du hast schwach angefangen und stark nachgelassen. Ich? Ja. Nee, das ist doch das, was der Papa immer bei dich sagt. wir haben verschiedene Väter. Ah ja, aber deiner. Also dein Onkel meinst du? Ja, genau. So, was ist denn hier? Aber hier ist kein Obsidian in dem verfickten Vulkan, ne? Was? Den geht doch ganz runter und kippt dein Wassereimer aus. Ich habe aber keinen Eimer bei. Du bist so unzuverlässig, Ted. Stimmt doch gar nicht. Und dass die Mama wüsste. Auch das sagt der Papa über dich. Sollen wir nicht mal eine Warp Door vielleicht auch machen zu unserem neuen Domizil? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht. Irgendwie scheiße. Warum? Weiß ich nicht. Ja, da ist kein Obsidian, Heiko. Ich guck mal, dass ich jetzt mir hier ein Dingens nehme, hier so einen verpissten Eimer. Spiegel findest du hier auch nirgendwo, weißt du? Aber du sagst jetzt wahrscheinlich, hier hast du einen, ne? Ich hab auch welche. Gib her! Ich muss das Wasser in die Lava schütten, ne? Ja. Oder andersrum. Oben drauf. So was kann ich mir immer nicht merken. Auf die Lava drauf. Kannst du nicht Basalt nehmen? Sieht doch genauso aus. Mm-mm. Ja, ist halt so eine Kickscale, Rüssi. Ist doch nicht schlimm. Ja. So. Mal was jetzt macht, nur um dich zu ärgern. Nee. Bitte, warum kommt jetzt nur eins raus? Die macht dir nur was zu essen? Das letzte Mal kam nur so ein riesen Busch raus. Und jetzt kommt nur eins so ein Härchen raus. Aber kannst du nicht echt Basaltkoppelstone nehmen? Finde ich gut von dir. Nee, geht nicht. Nee? Im Ernst? Echt nicht? Kannst du nicht auch nichts? Ich wollte es, um das Geld einmal zu machen. Kannst du nichts machen? Hui. Nee. Okay, ja. Wenn du mal mit Asien telefonierst? Ja, dann vielleicht. Vielleicht machen die was. Heiko, hast du noch einen Flugstab über, ey? Nee, ich habe mich die ganze Zeit überall hingedeckert. Mach. So, selbst. Dann gib mal so einen Decker, du hast doch welche, ne? In den Kisten, ja. Mann. Dann sagst du jetzt wieder, jetzt suche ich wieder wie so einen Doofen. Und dann ist hier wieder nix. Aber du meinst schon oben im Lager, ja? Ja. Oder in der Kiste, in der Tasche. Nee, in den Kisten rechts. Also links neben den Brauständen. Da müssten welche drin sein. Ja. Hast du gerade so viele gefunden, oder was? Oder was hier? Ja, also wir hatten, glaube ich, schon einen oder so. Und ich habe zwei Stück gefunden gerade. Also hier sind doch gar keine drin. Was laberst du? Ich guck jetzt nochmal. Da sind zwei Walker-Swords drin. Ja, das sind doch Ninja-Dagger. Nein. Was? Ja. Walker-Swords sind Ninja-Dagger? Seit wann das denn? Das ist Quatsch. Ninja-Dagger ist ein eigenes Item. Ja, das aber hat den gleichen Effekt. Echt? Wie funktioniert das denn? Mit STG klicken oder was? Shift rechts. Ah, komm, geh mal kurz gucken, ob ich noch einen Tower finde für Enderperlen. Kann ich das Blut irgendwie noch mitnehmen? Das könnte ja, das ist ja super nervig, ey. Bisschen. Oh, und dann portet man sich zwischendurch mal in Boden, ne? Ja. Der ist ja super nervig. Ninja-Digger, der sich da hin, ey. Unglaublich. Ninja-Digger ist cool. Ja, aber mit dem Walker-Sword dann, mein Gott. Aber du kannst mit dem Walker-Sword dann nicht durch die Wand. Doch. Ja? Shift rechts. Ah ja, da war nur noch ein Shift Stück Wand. Shift rechts. Kein Moment. Ich habe mich irgendwo im Boden verirrt.
Ja, ich hab gedacht, ich sterb jetzt hier, ey. Boah. Ich hab gedacht, ich komm da nie mehr raus. Eigentlich, das war so schlimm, ey. Aber sag halt nicht Mama. Sag nicht Mama, dass ich geweint habe. Oh, das ist doch echt unglaublich heute, ey. Warte. Nimmst du einmal früher auf, nerven die ganzen Leute andauernd.